Moment. Es geht gar nicht nur um einen guten Gehaltsabschluss, es geht gar nicht nur um die Gesundheits- und Entlastungstage, sondern es geht ja eben auch um die Zukunft unseres Tarifvertrages. Und uns sitzt die Erfahrung aus 2016, uns sitzt diese Erfahrung noch im Nacken und wir spüren sie im Portemonnaie, weil dieser Tarifabschluss aus 2016, der hat dazu geführt, dass wir alle in den letzten Jahren reell sogar ein Einkommen verloren haben. Das heißt, wir hatten den Tarifabschluss, der gegen die Inflation gerechnet dazu geführt hat, dass wir sogar Gehalt verloren haben. Und das, was die Arbeitgeberseite, was sie uns im April auf den Tisch gelegt hat als Gehaltsangebot, das will genau wieder uns in diese Richtung bringen. Und wir sind verabredet miteinander und wir halten das auch durch, liebe Kolleginnen und Kollegen. So einen Abschluss wie 2016, so einen Abschluss machen wir nicht nochmal. So ein Angebot, wie sie uns auf den Tisch gelegt haben, das machen wir nicht mit uns durch, liebe Kolleginnen und Kollegen.